Hallo und herzlich willkommen bei musikmachen.de zum Lick of the Week. Diesmal geht es um einen Two-Hand-Tapping-Lick, der Tapping mit Tap-Slides der rechten Hand kombiniert. Der Lick klingt bei 116 Beats per Minute so. Bei diesem Lick kombiniere ich Töne der A-Moll-Pentatonik in der fünften Lage, das ist diese Tonleiter, mit Tönen der dorischen Tonleiter. Das sind die Töne Fis und Ha. Diese Töne spiele ich mit der rechten Hand. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand rutsche ich immer zwischen den Tönen Fis und G bzw. H und C hin und her. Auf der A-Seite sind es die Töne G und A. Kombiniert mit der A-Moll-Pentatonik klingt das dann folgendermaßen. Das Besondere an diesem Lick sind das, was ich immer Hammer-Ons aus dem Nichts nenne. Normalerweise hämmert man ja auf eine schwingende Seite. Also man schlägt eine Seite ein, einen Ton an und hämmert dann mit der linken Hand auf. Bei diesem Lick ist das Besondere daran, dass durch das Hämmern die Seite erstmal überhaupt in Schwingung gebracht wird. Also ich wechsle durch Aufhämmern die Seite. Nochmal etwas schneller. So klingt der Lick auf halber Geschwindigkeit, also Tempo 58. Bei ungefähr 2/3 der Geschwindigkeit klingt der Lick so. Wie eben schon gesagt, enthält dieser Lick die Töne der dorischen Tonleiter in A, also A, H, C, D, E, Fis und G. Du kannst daher diese Phrase über alle leitereigenen Akkorde von G-Dur spielen, also G, A, Moll, H-Moll, C-Dur, D-Dur, E-Moll und Fis vermindert. Ich persönlich spiele ihn am liebsten über D7 oder A-Moll 7. So, und nun viel Spaß beim Üben, stay tuned und bis zum nächsten Mal.